Okay, mal schauen. Mal schauen, was hier so wird. Gewitter im Kopf. Statement und Mois ist ausgewandert. Ja, aber ich kann euch sagen, er ist nach Belgien ausgewandert, soweit ich das mitbekommen habe. Damit ihr ja schon mal Bescheid wisst. Freunde der News, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cake News. Am Anfang etwas Eigenwerbung. Der neue Teil unseres Podcasts Rothaarig und Langhalsig von Tommys lehrreiche Lehrfilme und mir ist jetzt auf Spotify und Co. verfügbar. Link ganz oben in der Beschreibung, würde mich. Ja, ne, natürlich, Hauptsache, man zeigt trotzdem nochmal die Marke hier, ja, weil die nicht grün ist. Mega freuen, wenn ihr da reinschaut. Okay, Letzte Woche alles habe klar. ich ja bereits ein Video zu der Promo-Aktion von Jan von Gewitter im Kopf gemacht, zu seinem ersten eigenen Track. Das Video hat einiges an Reichweite generiert und so musste Tim sich in einem Video entschuldigen. Er hat nämlich das Video Es tut mir leid hochgeladen. Allerdings ist das nicht wirklich eine Entschuldigung, sondern er redet sich eigentlich mehr oder weniger daraus. Morgen kommt dazu auch noch ein komplettes Video mit Alpha Kevin. Allerdings möchte ich. Oh, scheiße, es wurde schon geleakt. Ja, morgen kommt ein Video mit mir und KuchenTV, ja, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Hier schon mal auf ein, zwei kleinere Punkte eingehen. Er sagt beispielsweise, dass er die Fotos entfernt hat, weil da alles wieder hochgekommen ist und er quasi aus Emotionen gehandelt hat. Klar nenne ich dich dann Hu. Das Ding ist, du stellst die Fotos auf zwei Accounts auf privat, löscht das Profilfoto und erstellst ein Foto mit Du fehlst, was du genau danach posten kannst. Also sorry, wenn du das aus Emotionen einfach so gemacht hast. Das kaufe ich dir ehrlich gesagt einfach nicht ab. Außerdem ist das Ganze auch viel zu durchdacht, wenn man überlegt, dass das Ganze 5 Tage bevor der Song erschienen ist passiert ist und du musstest auch da schon gewusst haben, dass ihr den Song da hochladen wollt, denn das dauert ja auch immer so ein paar Tage, ja, bis der bei Spotify und Co. hochgeladen ist und man natürlich auch erstmal das Video fertig gedreht haben musste. Ich habe übrigens selber das Experiment gemacht und alle Fotos zu archivieren, das sind nämlich auf beiden Accounts ungefähr 100, dauert halt so 8 Minuten, plus das Erstellen von dem Foto, was man auf beiden Accounts postet und und. Also da hast du bestimmt mindestens mal 20 Minuten reingesteckt und in den 20 Minuten hast du dir nicht einmal darüber Gedanken gemacht, sondern warst halt die ganze Zeit in deinen Emotionen gefangen oder was? Das kaufe ich dir nicht ab. Außerdem stellt er sich in dem Video. Es ist auch obvious, dass die Sache nicht einfach so entstanden ist, ja, so zufällig. Natürlich hat er das mit Absicht gemacht. Das muss man einfach mal so sagen. Dementsprechend ist es Quatsch. Tim von Gewitter im Kopf hat da ordentlich viel Scheiße erzählt. Aber wie gesagt, morgen kommt dazu ein Video auf Tims Kanal. Ich bin gespannt, wie es wird, wie es ankommen wird, weil Tim von Gewitter im Kopf irgendwie was in seine Beschreibung gepackt, was auch wieder komplett sein Video widersprochen hat. Deswegen, ich bin gespannt. Video auch noch richtig ekelhaft in die Opferrolle. Und zwar geht es da um die gelöschten Kommentare. Er sagt jetzt, dass es ja vollkommen normal ist, Beleidigungen zu löschen, weil das auch gegen seine Familie und so weiter gegangen ist. Wo ich mir die Frage stelle, wer hat es denn kritisiert, also dass du Beleidigungen gelöscht hast? Er stellt hier einfach einen Strohmann auf, den halt überhaupt niemand behauptet hat, um halt nicht auf den Hauptpunkt einzugehen und sich in die Opferrolle zu stellen. Denn was wir kritisiert haben, ist, dass kritische, normale Kommentare gelöscht worden sind und es dafür auch einige Belege gibt. Dazu hat er gesagt, dass ja auch Mods auf dem Kanal aktiv sind und die das eventuell gelöscht haben. Ja, hier Quatsch. Muss man aber sagen, dass ich dir das erstmal nicht abkaufe, weil warum sollten die Moderatoren jeden kritischen Kommentar entfernen? Außerdem stellt sich auch da die Frage, hast du die Moderatoren auch bei Instagram oder warum wurde da auch jeder Kommentar entfernt? Und selbst wenn das der Wahrheit entspricht, dann bist du immer noch selber für deinen Kanal verantwortlich. Da kannst du nicht einfach sagen, ja. Ich will jetzt nicht sagen, aber ich finde es sehr komisch, dass Tims Mundinnenraum teilweise transparent ist. Also der hat sich doch sicherlich vor seinen Greenscreen gestellt. Und das heißt, der Mund müsste ja als grün wahrgenommen werden, gerade so diese Innenräume, so die, ja genau, diese Innenräume, die dann transparent sind. Warte, ich zeige euch das mal ganz kurz. Hier, seht ihr das? Hier ist es blau. Das ist also transparent. Bedeutet also, hier wurde das auch mit rausgekiet. Das heißt, es muss die Farbe grün erkannt haben. Also ich weiß nicht, was er da im Mund hatte, ob er da ein fettes grünes Bonbon im Mund hatte. Aber hier ist doch was schief. Ja, ich sehe es doch ganz genau. Hier wurde doch mit Adobe After Effects rumgespielt, ja? Verantwortlich, da kannst du nicht einfach sagen, ja, das waren die Mods. Ich meine, hast du denn jetzt irgendwas daraus gezogen? Hast du die Moderatoren entfernt? Hast du mit denen geredet? Oder ist das Thema jetzt für dich einfach beendet? Man darf halt hier nicht vergessen, dass auch super viele Leute blockiert worden sind, die zur Fanbase von Gewitter im Kopf gehört haben, einfach nur, weil sie sachliche, normale Kritik veröffentlicht haben. Wie wäre es zum Beispiel damit, dass ihr mal alle Blockierungen der letzten 10 Tage oder sowas zurücknehmt, damit eure Fans auch wieder frei sind? Ja, da sind dann auch Leute drunter, die beleidigt haben. Das ist dann halt einfach so. Es sollte euch wichtiger sein, auf jeden Fall, dass die Fans euch wieder supporten können und dass ihr die halt wieder freigebt. Wie gesagt, kommt das richtige Video dann auf jeden Fall morgen. Ich finde es wirklich sehr, sehr schade, weil er sich mit so einem schlechten Statement einfach nur noch weiter kaputt macht und noch weiter schadet. Warum kannst du dich nicht einfach hinstellen und sagen, ey, das war komplett scheiße, war falsch, ich habe nicht drüber nachgedacht und das war's. Dann wärst du 100-mal besser weggekommen. Das Lustige daran ist ja auch, dass er den wichtigsten Punkt, den größten Kritikpunkt, also dass das ja eine abgesprochene Promo-Aktion ist, mit dem ganzen Drumherum,
im Video gar nicht erwähnt hat. Das hat er später als Kommentar gepostet, der nicht angepinnt ist, und er hat das in die Beschreibung getan. Erst als die negative Kritik hochgekommen ist, hat er das halt nachträglich noch hingeschrieben. Das zeigt ja schon, dass man sich wirklich null damit befasst hat und auch gar nicht verstanden hat, warum man jetzt kritisiert wird. Finde ich sehr schade. Philipp von den Real Life Guys hat auf dem Kanal Live Lion ein neues Gesundheitsupdate hochgeladen. Leider ist er ja wieder an Krebs erkrankt und dazu macht er halt immer mal wieder Videos. Ich habe das Video heute reingezogen, privat, und es ist einfach traurig zu sehen, ja, wie er dann auch selber, also erstmal geht er da sehr offen mit um und ist auch eigentlich sehr positiver Dinge, dass das trotzdem irgendwie funktioniert, aber es ist einfach mega traurig, wenn du siehst, wie er auch teilweise weint, weil er sieht, dass sein Körper teilweise abstirbt, so, also wenn man sich das schon überlegt, stirbt der Körper ab. So gruselig und so grausam. Und ich muss auch einfach sagen, es tut mir von Herzen leid, dass es so ist. Auch wenn eigentlich, er sollte ja schon, laut den Ärzten, wurde schon eingeplant, dass er schon im Sommer letzten Jahres stirbt. Und dass es einfach nur noch Wunder ist, dass er jetzt noch lebt. Aber es ist Wahnsinn. Videos, denn leider sieht es da nicht allzu gut aus. In diesem Update hat er leider auch keine so guten Nachrichten für uns. Und zwar kann man sehen, dass er den Tumor, den er in der Brust hat, erstmal viel größer geworden ist. Außerdem stirbt er auch langsam die Haut ab. Er hat da wirklich schon einige relativ tiefe Wunden, die auch eitern und halt einfach offen sind. Ich werde euch die Bilder hier einfach mal nicht zeigen. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut auf jeden Fall sein Video dazu an. Gleichzeitig hat er gesagt, dass er teilweise schlecht Luft bekommt, wenn er zum Beispiel ein bisschen Sport gemacht hat. Und auch nachts ist das manchmal ein Problem für ihn. Allerdings ist er ansonsten aber noch sehr, sehr fit. Also er reist, er war auf der Bühne, er dreht hier immer noch Videos. Also dafür auf jeden Fall Props. Hierzu muss man auch sagen, dass die Ärzte gesagt haben, dass er schon vor 6 Monaten hätte sterben müssen, quasi einfach von der Krebs. Also müsst ihr euch das vorstellen, die Ärzte haben schon vor einem Dreivierteljahr gesagt, hier, du hast nur noch 2 Monate zum Leben. Und er hat gesagt, ich werde das schaffen. Ja, ich werde diesen Krebs besiegen. Beziehungsweise ich werde nicht nur 2 Monate leben. Das wird länger gehen, definitiv. Und da steht jetzt nach einem Dreivierteljahr hier. Und kann immer noch, und ist immer noch fröhlich. Klar, jetzt mit der ganzen Situation, das Haut abstirbt und sowas, ist wirklich unfassbar traurig. Und ich finde das echt schrecklich. Bei mir in der Familie, ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber auch so viele Todesfälle durch Krebs schon teilweise gegeben. Ist einfach schade, wenn man dann sowas mitbekommt. Und hier auch so ein junger Mensch. Also immer wieder schwierig, wenn man sowas sieht, wie schlimm diese Krankheit ist. Ja, und wie positiv er trotzdem noch ist. Krebserkrankung her, er jetzt aber immer noch da ist und immer noch wirklich Stärke zeigt und dafür wirklich meinen vollsten Respekt, obwohl es gerade wirklich überhaupt nicht gut aussieht, trotzdem noch diese Stärke zu haben, in dem Video zu lächeln und halt nicht daran irgendwie zugrunde zu gehen, zeugt auf jeden Fall schon von extremer Stärke und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und hoffe, dass irgendwie noch ein Wunder geschieht, dass du da wie auch immer noch rauskommst. Schaut euch auf jeden Fall das Video an und dir auf jeden Fall alles Gute. Mois wandert aus, meine Freunde. Ja gut, jetzt geht's schon Mäus. Das will ich eigentlich hier nicht großartig thematisieren. Achso, ja, und Bibis Beauty Palace möchte sich jetzt operieren lassen. Ich glaube, die möchte eine Brustvergrößerung und die möchte ihre Nase operieren lassen, weil sie hier so einen Huckel drauf hat. Ich meine, sie hat das Geld und wenn sie sagt, das ist für sie besser, kann sie sich besser, fühlt sie sich wohler, ist es ja in Ordnung.